Aber Pearl hatte diese kleine spirituelle Oase schon für sich beansprucht. Ich brauchte etwas Großartigeres, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Also das, was er spielt, ist GH auf jeden Fall, oder? Ich weiß es nicht. Das ist ein... Hi, Dwayne! Hey, George! Ah, okay, jetzt können wir... Ah, super, jetzt können wir endlich das Pfeifen nachfragen. Ich muss mal gerade was zu schreiben holen, also... weil das kann ich mir nicht merken. So, was habe ich hier? Das kann ich mir aufschreiben. Das eine war auf jeden Fall so ein, ich weiß nicht, was das, ob ein G-GIS-Zeichen war, auf jeden Fall, das war dieses Raute-Zeichen. Hey, was Sie da vorhin gepfiffen haben, kam mir bekannt vor. Das Ave Maria von Schubert. Als ich Pearl den Hof machte, war sie viel mit der Kampanologenvereinigung unterwegs. Das war Pearls Lieblingsmelodie. Ja, und wie geht die? Och, nee, Leute. Haben Sie die schwarze Madonna gesehen? Na, logisch. Wegen der kleinen Dame sind wir doch hier. Obwohl Pearl sie in ihrem Zustand ja kaum bemerkt. Was wissen Sie über die Santa Cova? Pearl ist die Expertin, nicht ich. Sie weiß alles, was man über diese Kapelle wissen kann. Wie geht es, Pearl? Ihr geht's nicht so gut, George. Vielleicht will sie nur mal in den Arm genommen werden? Mehr fällt Ihnen nicht dazu ein? Als sie das letzte Mal solche Laune hatte, habe ich es mit dem Arm versucht. Hat nichts gebracht? Ich habe heute noch Narben, nicht nur seelische. Ja. Wie geht's, wie steht's? Mir? Bestens. Pearl allerdings... Nicht so gut, wissen wir. Ich war sicher, er würde das... Er will's nicht sehen, gut. Jetzt müssen wir noch mal warten, bis hier unser Freund mit dem schicken Hemd, das ist wirklich ganz so schlecht, das Hemd. Oh, jetzt reiß aber, mein Gott. Pearl braucht... Ja, bitte... Jetzt müssen wir mal schauen, wenn er nochmal pfeift, müssen wir es nochmal aufschreiben. Na, Liebes. Ich meine, die erste Note wäre ein G gewesen. Ein Fis und Nico? Wieder ein G. Was hast du mit Weihrauch, Glockengeläut und himmlischem Licht gemeint? Ich meinte die authentische Kirchenerfahrung. Ah, verstehe. Weihrauch, Glockengeläut und himmlisches Licht. Hast du eine Idee zum Thema Weihrauch? Hast du was zum Räuchern gefunden? In einer anständigen Kirche muss es nach Weihrauch duften. Na? Also, wir müssen das tatsächlich hier... Ja, also es ist nicht nur das Glockengeläut, sondern wir müssen auch ein bisschen für Stimmung sorgen. Also, Glockengeläut, dann den Weihrauch... Und das Licht. So, war noch was Viertes dabei? Ich habe da drüben eine Statue gefunden. Eine schwarze Madonna. Nein. Toll! Was hast du darüber herausgefunden? Das ist alles, was ich habe. Na, das ist ja nicht sehr viel. Ja, mehr als du, Nico. Ne? Irgendeine Ahnung, wie alt die Kapelle ist? Das hatte ich dich gefragt. Also wissen wir eigentlich gar nichts, richtig? Sieht wohl ganz danach aus, George. Arme Pearl. Sie ist ziemlich aufgelöst. Wenn wir die Tabula finden wollen, ist ihr Wissen entscheidend. So, unsere ganze Hoffnung ruht also auf einer amerikanischen Touristin. Ja und? Meine Hoffnung ruht die ganze Zeit auf einem amerikanischen Touristen. Ja, ich bin tatsächlich Tourist. So. Wir haben hier schon mal die Kurbel für unser Kandelaber. So. Die zünden wir jetzt einfach mal an, die Kerzen, weil wir wollen ja schließlich ein himmlisches Licht haben. Ich entzündete die Kerzen im Lüster. Perfekt. Kurbel nach oben, da kommt der Weihrauch rein. Also ich mache jetzt einfach mal, also ich... Das ist schon irgendwie offensichtlich, oder?
Ich füllte die Späne in den Becher. Auch die zünden wir an? Ich zündete die Späne an. Sie dufteten irgendwie ein wenig nach Sandelholz. Die Späne in dem Becher glommen vor sich hin. So soll es auch sein. Schließlich wollen wir etwas Schönes, Duftendes hier in unserer Kapelle haben. So, jetzt haben wir so Weihrauch, Licht, können wir abhaken. Was war denn noch dabei? Ich frage nochmal hier unser Nico. Lein. Hallo? Nico. Hey, Nico. Fällt dir was ein wegen Glockengeläut? Da bin ich leider überfragt. Aber hast du gehört, was Dwayne Earl vorgepfiffen hat? War es Ave Maria? Ja, das ist es. Warum singst du es nicht, Nico? Lieber falle ich tot um. Ja, tu es. Ich habe da drüben eine Statue gefunden, eine schwarze Madonna. Toll. Was hast du darüber herausgefunden? Das ist alles... Na, das... Gut, da kommen wir nicht sehr weiter hier. Was hältst du von all dem? Wenn ich ihm... Es... Genau. So, du bleibst haben wir jetzt mal abgekürzt hier. Das kennen wir schon. Und das nach all dem Recherche... Hey, meinst du, sie weiß vielleicht, was das Felsengesicht bedeutet? Kann sein. Aber in diesem Zustand kriegen wir gar nichts aus ihr heraus. Vielleicht sollte ich mit dem Hammer mal auf ihren Kopf hauen. Vielleicht gibt es auch ein Geräusch, dieser Wischmob da, der da dran ist. Sie würde sich wohl nichts daraus machen. Gut. Ah ja. Aha. Das wäre also H oder B. So, G, Fis, meines Erachtens, G und dann dieses H bzw. B. So, Dwayne, hau rein. Pfeife nochmal. Passiert nichts mehr hier. So, H, A, G. Das müsste es eigentlich sein. G, F, G, H, A, G. Also überprüfen wir noch einmal, wenn er pfeift. Ja, und sonst läuft alles. Ja. Wir sind wirklich sehr standhaft. G. A. G. Ja, wir versuchen es einfach mal. Ein Hoch auf die musikalische Früherziehung. Wenn es dann stimmt, ne? Nicht, dass ich jetzt hier Leute sich kaputt lachen. Gut, hauen wir nochmal mit dem Hämmerchen drauf. Überall drupp. Der Hammer produzierte einen vielversprechenden Klang. Ja, okay. So. Aber welchen Ton? G. G. Also Öl ist G. A sind die Farbeimer. Ich glaube, hier der Feuerlöscher, der war HB, ne? B. Ja, okay, dann ist es der Feuerlöscher. Jetzt brauchen wir nur noch ein F. Nico? Nee. Falsch. Falsch. Aber ich weiß nicht, was wir noch... Die Fräsmaschine ist auch falsch. Naja, so einfach ist es nicht. Na, das war ja was. Ich denke, man muss vielleicht den... Nee. Was? Was war das jetzt? Ich dachte, man müsste vielleicht diesen Verkehrsleitkegel hier irgendwo draufstellen. Können wir noch mehr Holzspäne nehmen?
Also wir müssen eins der beiden Geräte hier wahrscheinlich manipulieren. Das würde nicht funktionieren. Das lohnte sich nicht. Ich brauchte eine bessere. Ich habe aber keine. Das würde nicht funktionieren. Tja. Sie bräuchten das F. Was? Was passiert denn, wenn ich? Der Hammer produzierte einen vielversprechenden Klang. Habe ich das überhaupt jetzt richtig gemacht mit dem F? Jetzt bin ich mir ganz unsicher. Also. Da. G. B. A. G. Ja. Na, das war ja was. Aber es fehlt halt noch. So, wir warten immer noch geduldig auf Dwayne. Och, bitte, jetzt pfeif doch mal. Dumm, di dumm, di dumm, da, didelidelei. Ne, nix zu machen, der pfeift nicht mehr, wa? Doch, jetzt nochmal. Los, Drain, 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 Pfeife für uns. Also das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Ich bin großer Freund von Adventuresoft, Simon the Sorcerer, Super Adventures, Fable. Das hat mich echt abgenervt mit dem Puzzle, mit diesem Mastermind-Rätsel. Weil ich finde, sowas gehört einfach nicht in ein Adventure rein. Und das, was sie jetzt hier machen mit dem Pfeifen, das ist schon ziemlich an der Grenze, muss ich sagen. Es ist natürlich offensichtlich, aber es nervt mich als, ja, autistischen Notenleser, hier die Noten zu erfahren. Och, Kerl, jetzt ist aber gut hier. So. Der Blick über das Tal war atemberaubend. Tja, es ist ein F, also ich würde behaupten, es ist ein F. Was kann ich denn noch machen? Eine Auswahl verschiedener Werkzeuge. Tja, und das Schönste haben wir uns schon geschnappt, den Hammer, den MC Hammer. Gerüst, können wir es auch kloppen? Wir haben aber auch nichts mehr mit, was wir irgendwie benutzen könnten, oder? Es war eine halbleere Flasche Terpentin. Feuerlöscher. Nico, was sagst du dazu? Hey, Nico! Na gut, da gibt's nichts Neues. Da gibt's nichts Neues.
Wieso kann ich denn die Fressmaschine... Was macht ihr denn da? Das Ding sah aus wie eine große Käse. Gut, dann kommt auch Käse jetzt rein. Mensch, Maya. Wir haben aber keinen Käse. Vielleicht Teegebäck? Ich brauchte eine... Das hätte nicht funktioniert. Warum nicht? Wollen wir aber... Terpentin mit dem... Das würde nie funktionieren. Leitkegel? Nee, ich musste was anderes versuchen. Das hätte eine matschige, brennbare Pampe gegeben. Das konnte ich nicht brauchen. Oh doch, also ich habe da schon Verwendung für. Das lohnte sich nicht. Gut, wir gehen nochmal zur Schwarzen Madonna. Vielleicht können wir da auch drauf kloppen. Ich habe keine Ahnung. Ich beschloss erst, andere Möglichkeiten auszuloten, ehe ich anfing, religiöse Artefakte zu zerstören. Ja. Ach, das hält nicht so ewig. Hm. In dem Becher lag ein bisschen Asche. Ich dachte kurz über meine eigene Sterblichkeit nach, aber dafür war jetzt irgendwie keine Zeit. Können wir die mitnehmen? Ne. Tja. Wir konnten jetzt nicht weg. Ach, nö. Nicht, wenn wir so nah dran waren, die Tabula zu finden. Ach, Mann. So, hauen wir Hammer auf die Felswand. Das war beinahe eine grandiose Idee. Beinahe. Ja, aber wirklich nur beinahe, muss ich sagen. Ne? Das war wirklich nur beinahe eine grandiose Idee. Ja. So, machen wir gleich mal Schluss. Entweder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder ist schon einfach blöd. Oder das nervt mich einfach so ab, dass ich nicht weiß, was ich hier machen soll. Fahren wir hier nochmal den alten Sack. Hi, Dwayne. Hey, George. Na. Da gibt's nichts Neues. Tja. Aber wie gesagt, wir haben hier noch zwei Geräte stehen. Also den Verkehrskegel hier und dieses Fräsmaschinchen. Und wir müssen... halt ein F hinkriegen. Der macht aber auch nichts. Der kloppt da nur dagegen. Mensch. Das würde niemals klappen. Das wäre völlig sinnlos. Ich habe auch nichts übersehen, oder? Nee. Ja. Ja, lösen wir uns mal. Beim nächsten Mal geht's weiter und hoffentlich können wir das Rätsel hier lösen. Bis dann.